Hallo und herzlich willkommen bei Einblick, der Fernsehsendung der Medienwerkstatt Linz. Wir präsentieren Ihnen Filmbeiträge von regionalen Filmemacherinnen und Filmemachern sowie interessante Vorträge aus dem Wissensturm. Den Inhalt dieser Sendung und weitere Informationen über uns finden Sie unter www.medienwerkstatt-linz.at. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
Die Geschichte heißt Lieschen, Radieschen und der Lämmergeier. Was ist das denn, ein Lämmergeier? Es ist eine Geschichte, die hat der Schriftsteller Martin Auer geschrieben. Lieschen, Radieschen kriegt immer gleich einen roten Kopf. Aber immer, da war nichts zu machen. Lieschen, dir ist kalt, rief Tante Evelyn. Komm, Pullover anziehen. Das ist ein Kratzpullover, sagte Lieschen Radieschen. Aber er ist warm, sagte Tante Evelyn. Ich mag keinen Kratzpullover, sagte Lieschen Radieschen. Komm, sagte Tante, sonst verkühlst du dich. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen. So, macht mal alle. Könnt ihr das? So, die Augen kniff sie zusammen, klappte den Mund zu. So, und kriegte einen roten Kopf. So ungefähr. Lieschen, sagte Tante Evelyn. Lieschens Kopf wurde noch röter. Lieschen, bitte, sagte die Tante. Lieschens Kopf wurde noch röter. So, jetzt ziehen wir den Pullover an, sagte Tante Evelyn. Da schrie Lieschen Radieschen so laut, dass der Pullover davonflog. Gut, dann gehen wir eben nach Hause, sagte Tante Evelyn. Lieschen Radieschen rührte sich nicht. Ich habe gesagt, wir gehen nach Hause. Lieschen Radieschen rührte sich immer noch nicht. Lieschen, bitte. Lieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Gut, sagte Tante Evelyn, dann gehe ich eben allein nach Haus. Aber eins sag ich dir, dann holt dich der Lämmergeier. Mich holt kein Lämmergeier, rief Lieschen Radieschen. Ich hol ihn. Lieschen Radieschen stand allein im Park. Da kam der Lämmergeier. Lieschen Radieschen, ich komme dich holen, sagte der Lämmergeier. Du holst mich nicht, schrie Lieschen Radieschen. Ich hole dich. Und Lieschen sprang auf den Lämmergeier auf den Rücken. Hey, schrie der Lämmergeier, das ist verkehrt. Ich muss dich in die Krallen nehmen. Was macht Lieschen Radieschen? Kniff die Augen zusammen. Genau, klappte den Mund zu und wurde rot. Na, was ist, sagte der Lämmergeier. Lieschens Kopf wurde noch röter. Also los, schrie der Lämmergeier. Lieschens Kopf wurde noch mehr rot. Runter mit dir, sagte der Lämmergeier. Da schrie Lieschen Radieschen, dass dem Lämmergeier fast alle Federn ausfielen. Ist ja schon gut, sagte der Lämmergeier. Dann fliegen wir eben so. Lieschen Radieschen ritt auf dem Lämmergeier über das Meer. Wo fliegen wir hin? Fragte Lieschen Radieschen. Zu der einsamen Insel, wo die zornigen Kinder eingesperrt werden, sagte der Lämmergeier. Da will ich nicht hin, sagte Lieschen Radieschen. Du musst aber. Nein, ich will Prinzessin in einem Königreich werden, sagte Lieschen Radieschen. Tut mir leid, sagte Lämmergeier. Was macht Lieschen Radieschen? Kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. So wieder. Nicht schreien, bitte, sagte der Lämmergeier, sonst stürzen wir ab. Dann bring mich in ein Königreich, sagte Lieschen Radieschen. Und der Lämmergeier brachte Lieschen Radieschen in ein Königreich, wo der König und die Königin keine Kinder hatten. Da bringe ich euch eine Prinzessin, sagte der Lämmergeier. Die Königin ging dreimal um Lieschen Radieschen rum, guckt sie so von allen Seiten an. Ich weiß nicht, sagt sie, ich weiß nicht. Sie sieht nicht aus wie eine Prinzessin. Ich glaube, ich kann sie nicht nehmen.
Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Vorsicht! Sie brüllt, sagte der Lämmergeier. Na wenn schon, sagte die Königin. Da brüllte Lieschen Radieschen so laut, dass der Frau Königin die Krone vom Kopf fiel. Na gut, ich nehme sie schon, sagte die Königin und ging zum König, um ihm zu sagen, dass sie jetzt eine Prinzessin hatten. Hat uns der Storch ein Kindchen gebracht, fragte der König entzückt. Nein, der Lämmergeier, sagte die Königin. Lieschen Radieschen wurde Prinzessin beim König und der Königin. Die Königin schenkte ihr ein rosa Kleid mit weißen Spitzen und silbernen Schuhen. Nein, sagte Lieschen Radieschen, ich will schwarze Lederhosen, schwarze Stiefel und einen silbernen Gürtel. Und einen schwarzen Umhang, so einen wie Zorro hat. Aber das passt doch nicht für eine Prinzessin, sagte die Königin. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte wieder einen roten Kopf. Ist ja schon gut, sagte die Königin, du kriegst deine Zorro-Ausrüstung. Die Königin brachte Lieschen Radieschen ihre Zorro-Ausrüstung. So, sagte Lieschen Radieschen, und jetzt gehe ich Seeräuber fangen. Aber Lieschen, das gehört sich doch nicht für eine Prinzessin, sagte die Königin. Lieschen Radieschen, was macht sie? Kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Aber sei wenigstens vorsichtig, sagte die Königin. Da sattelte Lieschen Radieschen den Lämmergeier und flog hinaus aufs Meer. Seeräuber fangen. Zwischendurch trieb sie sich in den Fischerkneipen rum und spielte Fingerhakeln mit den Fischern. Kennt ihr das, Fingerhakeln? So einen Finger reinhaken mit einem und dann ziehen, wer der Stärkste ist. Macht das mal mit euren Eltern, ihr seid bestimmt stärker. Mir gefällt das nicht, sagte die Königin zum König. Dieses Lieschen, das benimmt sich überhaupt nicht wie eine Prinzessin. Sie ist viel zu zornig. Aber immerhin fängt sie Seeräuber, sagte da der König. Aber, lieber König, das gehört sich doch nicht für eine Prinzessin. Mach dir nichts draus, sagte der König. So zornige Prinzessinnen holt eh der Lämmergeier. Denkste, sagte die Königin, der hat sie doch gebracht. Ach ja, sagte der König. Alle Seeräuber sind jetzt gefangen, sagte Lieschen Radieschen zum König und zur Königin. Jetzt werde ich noch die Landräuber fangen. Weißt du, Lieschen, sagte die Königin, wir haben uns gedacht, vielleicht kriegen wir bald noch einen kleinen Prinzen. Und das wäre sehr traurig, wenn du für ihn keine Räuber mehr übrig lässt. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Ist ja schon gut, sagte der König. Geh mal nur Räuber fangen. Da sattelte Lieschen Radieschen in ihren Lämmergeier und ritt aus, um auch noch alle Landräuber zu fangen. Dieses Lieschen wird nie einen Prinzen finden, wenn sie nicht lernt, sich wie eine Prinzessin zu benehmen. Welcher Prinz will schon eine Prinzessin, die auf einem Lämmergeier reitet und Räuber fängt? Vielleicht wird sie ja von einem Drachen entführt, sagte der König. Wenn dann ein Prinz sie befreien kommt, dann muss er sie auch heiraten. Ein Drache kam, um Lieschen Radieschen zu entführen. Ich will nicht entführt werden, sagte Lieschen Radieschen. Du wirst gar nicht gefragt, sagte der Drache. Ich will aber gefragt werden, sagte Lieschen Radieschen. Schluss jetzt, komm mit, sagte der Drache. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Also, was ist? Fragte der Drachen.
Da brüllte Lieschen Radieschen, dass der Drache vor Schreck hinten überkugelte. Geh jemand anderes entführen, sagte Lieschen Radieschen ganz zornig. Aber nicht die schwarze Prinzessin. Da flog der Drache ins Nachbarland und entführte dort den Prinzen. So, jetzt gehe ich den Prinzen befreien, sagte Lieschen Radieschen zum König und zur Königin. Also, das geht jetzt wirklich zu weit. Das kannst du uns nicht antun, sagte die Königin. Ja, wirklich, sagte der König. Prinzen befreien doch Prinzessinnen und nicht umgekehrt. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Nein, das nützt dir jetzt gar nichts, sagte die Königin. Der Prinz wird sich schon selber helfen müssen. Lieschens Kopf, ich schwöre euch, wurde roter und roter als jede rote Tomate. Lieschen, also wirklich im Ernst, murmelte der König. Jetzt wurde Lieschens Kopf roter als jede überreife Tomate, noch roter als rot. Ich glaube, gleich brüllt sie, sagte der König ängstlich. Halt dir die Ohren zu, sagte die Königin. Sie muss lernen, dass sie nicht immer ihren Willen durchsetzen kann. Aber Lieschen Radieschen brüllte nicht. Sie blies die Luft zwischen den Zähnen heraus. Kennt ihr das so? Drehte sich um und ging aus dem Königssaal. Dann sattelte sie ihren Lämmergeier und ritt, den Prinzen zu befreien. Der Drache hatte den Prinzen an einen verdorrten Baum gefesselt, der einsam auf einem hohen Berggipfel stand. Der Prinz hatte blonde Haare, blaue Augen und war schrecklich traurig, weil er gefangen war. Der Drache hatte sich um den Berg herumgeringelt und bewachte den Prinzen. Au Backe! Da kam Lieschen Radieschen mit ihrem Lämmergeier durch die Luft geflogen. Kämpfe mit mir, schrie Lieschen Radieschen. Ich denk nicht daran, brüllte der Drache. Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, knappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Du sollst mit mir kämpfen, zischte sie zwischen den Zähnen. Prinzessinnen raube ich, mit denen kämpfe ich nicht, sagte der Drachen. Da brüllte Lieschen Radieschen, dass der Drache vor Schreck den halben Berg runterkullerte. Dann gab sie ihrem Lämmergeier die Sporen und stieß von oben auf den Drachen herab, so. Lieschen piekste den Drachen mit ihrem Zorro-Degen hinter das Ohr. Genau an dieser Stelle hatte der Drachen einen Pickel und war da schrecklich empfindlich gerade. Aua, brüllte der Drachen. Und stieg er in die Lüfte. Aber der Geier konnte schneller fliegen als der Drache und der Drache konnte Lieschen Radieschen nicht mehr erwischen. Dreimal jagte der Drache Lieschen Radieschen um den Berg herum. Dann war er müde und plumpste zur Erde. Lieschen Radieschen aber flog bis hoch auf die Bergspitze und befreite den Prinzen. Bist du froh, dass du erlöst bist? Fragte Lieschen den Prinzen. Klar, sagte der Prinz, sehr, sehr froh. Lieschen, Radieschen und der Prinz flogen auf dem Lämmergeier gemeinsam nach Hause. Gefällt dir mein Zorro-Kostüm? Fragte Lieschen, Radieschen. Oh ja, sehr, sagte der Prinz. Ich habe bei uns zu Hause alle Seeräuber gefangen. Glaubst du mir das? Na klar, sagte der Prinz, du hast ja auch den Drachen besiegt. Aber ein paar Landräuber sind noch übrig, sagte Lieschen Radieschen. Möchtest du mit mir zusammen die Landräuber fangen? Ich weiß nicht, sagte der Prinz. Ich habe ein bisschen Angst. Das macht nichts, sagte Lieschen Radieschen. Ich bringe es dir bei. Gut, sagte der Prinz. Da drehte sich der Lämmergeier um und sagte,
Aber du musst immer alles tun, was sie sagt. Denn wenn ihr was nicht passt, dann kriegt sie immer gleich einen roten Kopf. Und dann brüllt sie. Gar nicht wahr, rief Lieschen Radieschen. Nur, wenn man mit mir nicht vernünftig reden kann. Ich weiß nicht, sagte der Prinz. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Wenn mir was nicht passt, soll ich dir mal sagen, dann fange ich immer an zu stottern. Dann kann ich nicht mehr richtig reden. Und das hilft überhaupt nicht. Lieschen Radieschen stellte dem König und der Königin den Prinzen vor. Bitte schön, mein Prinz. Das ist der Prinz, den ich befreit habe. Mit ihm kann man vernünftig reden und wir werden zusammen Landräuber fangen gehen. Na fein, sagte die Königin, da kann er ja wenigstens auf dich aufpassen, dass dir nichts passiert. Oh oh, Lieschen Radieschen kniff die Augen zusammen, klappte den Mund zu und kriegte einen roten Kopf. Jetzt reicht es aber, schrie sie. Und zum Prinzen sagte sie, weißt du was? Ich bleibe hier nicht. Ich bin gar keine richtige Prinzessin, weil ich bin nämlich Lieschen Radieschen. Unser Projekt heißt Du und Du. Es ist ein Patenschaftsprojekt für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge der Volkshilfe Oberösterreich. Unser Ziel war es, Schnittstellen zu schaffen, sowohl für Österreicher, die gerne junge Asylwerber kennenlernen möchten, als auch Migrantinnen, die gern bei der Integration in Österreich unterstützt werden möchten. Das war die Ursprungsidee, weil wir uns gedacht haben, man geht nicht einfach auf einen jugendlichen Asylwerber zu und sagt, möchtest du etwas mit mir unternehmen oder etwas mit mir lernen, das wird man kaum machen. Und im Rahmen dieses Projekts sollte man die Möglichkeit haben, in einem geschützten Rahmen einfach in Kontakt zu treten mit den Personengruppen. Ehrenamt heißt für mich, dass man sich auch in der Freizeit dafür einsetzt, dass man irgendwie die Welt ein Stück besser macht. Und meine Motivation, mich ehrenamtlich zu engagieren, ist einfach das, weil man denkt, ich habe bis jetzt im Leben immer recht viel Glück gehabt und mich da ein bisschen was dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen gerechter, fairer und solidarischer wird. Ich bin die Kiki und ich bin seit 2 Jahren beim Du und Du Projekt dabei. Ich begleite einen Jugendlichen, einen 17-Jährigen und wir haben schon viel erlebt. Ich begleite ihn beim Lernen, aber auch in alltäglichen Dingen. Wir führen viele Gespräche über die unterschiedlichsten Themen, unternehmen aber auch Ausflüge. Also letztes Jahr waren wir für ein paar Tage in Wien bei Freunden von mir und es ist eine sehr schöne Beziehung. Ich empfinde ihn als kleinen Bruder. Ich arbeite im Jugendwohnhaus Blüte jetzt schon seit fast 9 Jahren. Und auf die Frage, sehe ich einen Nutzen der Patenschaft? Ich erlebe das als ganz, ganz großes Geschenk. Das ist wirklich eine Freude, wenn man in unserer Arbeit Leuten begegnet, die sagen, ich möchte mich ehrenamtlich engagieren. Ich habe einige verschiedene Paten kennengelernt mit unterschiedlichen Backgrounds. Das ist eine junge Studentin, die sagt, ich habe Zeit, ich möchte nebenbei irgendwas
mich ehrenamtlich engagieren. Das ist jetzt auch ein älterer Herr, den wir auch Opa nennen, der einem Jugendlichen mir ermöglicht, Familienanschluss zu haben, der mitläuft wie das dritte Enkel und unsere Jugendlichen profitieren. Die Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich. Da gibt es den einen Jugendlichen, der möchte weniger Unterstützung oder braucht gezielt Unterstützung für Lernbetreuung. Dann gibt es Jugendliche, die freuen sich über Familienanschluss. Wir haben eine Therapeutin dabei gehabt, die einen Jugendlichen mitnimmt zum Pferd. Wir haben eine Architektin gehabt, die die Jugendlichen zu sich zu Weihnachten eingeladen hat. Und alles, was kommt, sind Geschenke und das nehmen wir so auch. Da ich selber Migrantin bin, ist es mir ein Anliegen, auch in diesem Bereich Menschen zu unterstützen, ihnen die österreichische Kultur näher zu bringen. Ich denke, da bin ich ein guter Vermittler, da ich das selber erlebt habe. Und mich berührt es oder bereichert es auch, andere Kulturen kennenzulernen. Ich lerne ein paar Wörter Persisch und Phrasen und das macht mir ziemlich viel Spaß. Ich finde es schön, von den Jungs zu lernen, von ihrer Kultur, von ihren Bräuchen, aber auch von ihrer Mentalität. Mich berührt es besonders, dass sie nach diesen Erlebnissen, die sie trotzdem verarbeiten müssen, sich noch immer so einen Glauben an das Gute bewahrt haben. Und das ist für mich eine irrsinnige Inspirationsquelle auch in meinem Leben für düstere Zeiten, dass ich mir dieses Bild einfach aufrecht halte. Das berührt mich sehr. Also mein Name ist Madeleine Knoll und ich bin Betreuerin im Jugendwohnhaus Blüte für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Und ich freue mich unglaublich über den Andrang, also dass so eine große Bereitschaft in der Gesellschaft da ist für ehrenamtliche Arbeit. Also unser Projekt wäre ohne ehrenamtliche Mitarbeiter überhaupt nicht möglich. Also das Budget allgemein in Österreich für Randgruppen ist sehr, sehr gering bemessen und darum ist der Einsatz von ehrenamtlichen Mitarbeitern umso wichtiger. Und ich freue mich sehr, dass da die Begeisterung da ist und dass wir das tagtäglich zu sehen bekommen. Also ich heiße Maria Gastenauer, bin pensionierte Professorin und finde, dass Freiwilligenarbeit wichtig ist, also speziell auch im Integrationsbereich. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass junge Migranten, Asylanten eine bessere Chance haben, hier in Österreich anzukommen. Ich möchte sie auch beim Deutschlernen unterstützen und bei alltäglichen Angelegenheiten, soweit das in meiner Macht steht. Sind wir 17 Partner in unserem Haus, ganz unterschiedliche Altersgruppen, eine sehr heterogene Gruppe, also von Hausfrauen angefangen, Pensionisten, jungen Just-Studentinnen, also kunterbunt gemischte Truppe. Und natürlich gestalten sich dann auch die Treffen ganz unterschiedlich. Einige gehen gemeinsam in Ausstellungen, andere wiederum sind eher sportlich aktiv. Andere haben irgendwelche gemeinsamen Interessen, gemeinsamen Hobbys, kochen auch sehr gerne gemeinsam. Also auch so ganz einfache, traditionelle österreichische Gerichte wie Kartoffelsuppe, ja, kennt bei uns fast jeder,
kommt ganz gut an bei den Jugendlichen. Es ist was Neues für sie, aber es wärmt und vor allem es sind sehr billige und einfache Zutaten, die sie hier überall bekommen. In dem halben Jahr bei Du und Du habe ich bis jetzt gelernt, wie Kreisberechnungen gehen und wie irgendwie angefangen, Mathematik zu lernen, weil ich irgendwie auch gerne mitgeholfen habe, Mathematik-Ausbildungen zu erledigen. Ich habe auch gelernt, dass ich eigentlich keine Kondition mehr habe, weil alle anderen beim Fußball spielen, wo wir immer gemeinsam gewesen sind, um einige schneller und sportlicher gewesen sind. Ich habe viele liebe Leute kennengelernt und habe eigentlich bis jetzt immer sehr viel Spaß gehabt und muss sagen, glaube ich, dass ich eigentlich auch sehr davon profitiere, dass ich da dabei bin, weil mir das auch ganz Spaß macht und man irgendwie auch recht viel für sein Leben und für seine Entwicklung erlernt. Mein Name ist Otto Kratschmeier, bin 53 Jahre und bin gebürtiger Linzer. Ich bin mit 45 Jahren in Frühpension gegangen und habe nach meiner eigenen schweren chronischen Krankheit ein schweres Augenleiden. Nach den ersten Jahren, die ich natürlich sehr depressiv und nicht sehr ansprechbar war, war ich dann einmal so weit, dass ich meinen Tag irgendeinen Sinn noch geben musste. Und so bin ich über Ulf, hat über die Freiwilligenorganisation die ersten Kontakte geknüpft. Jetzt bin ich so weit, dass ich auf 4 Organisationen arbeite, 4 verschiedene von Montag bis Donnerstag, dass mein Leben wieder eine Struktur hat und auch diese Hilfe, was ich dann geben kann, auch sehr, sehr viel und gern angenommen wird. Das geht über kleine Schokoladen, auch Lernhilfen. Wenn man wen begleitet, zu einem Amt, Kinder ein Buch liest oder auch wie im Sozialmarkt mithilft, es kommt wirklich sehr viel zurück und man ist heilfroh, also beziehungsweise ich bin heilfroh, dass ich mich für das entschlossen habe. Zwar habe ich die Patenschaft nur für einen Jungen übernommen, da ich aber sehr oft im Heim bin, pflege ich auch Kontakt zu den anderen Jungs und wir sitzen oft zusammen und kochen gemeinsam. Ich unterhalte mich auch gern mit den anderen Jungs, die sind mir auch ans Herz gewachsen. Ich beschränke mich nicht nur auf mein Patenkind. Es ist irgendwie auch schöner, die Gemeinschaft zu leben und nicht das alles auf eine Person zu beschränken, wenn man es gern macht. Natürlich muss die Chemie stimmen bei den Paten und Jugendlichen. Das ist natürlich nicht immer selbstverständlich, aber wir im Rahmen unseres Projekts bemühen uns da einfach, sich die Persönlichkeiten, die Charaktere der Personen anzuschauen, also mit den Betreuern gemeinsam auch zu schauen, wer würde denn für den passen und bemühen uns so eben die Paten und Patinnen bestmöglichst zusammen zu würfeln. Die Patinnen bei uns im Projekt arbeiten alle ehrenamtlich, also unentgeltlich. Einige kommen auch über ULF, also das Unabhängige Landesfreiwilligenzentrum zu uns.
Es gibt auch kein Stundenkontingent, dass die Personen aufgefordert werden, sie müssen so und so viele Stunden pro Woche anwesend sein, sondern es geht uns wirklich um die zwischenmenschliche Beziehung. Also unser Projekt hat nichts mit Geld oder Finanzen und dergleichen zu tun, sondern es geht uns wirklich darum, zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen zu Personen aus anderen Ländern, aus unterschiedlichen Kulturen. Und einfach auch als Multiplikatoren zu fungieren für unsere Gesellschaft und sich abzugrenzen von dem klaren System, okay, wir wollen mit diesen Personen nichts zu tun haben, sondern einfach mal rauszugehen und sozusagen auch Grenzen zu überschreiten. Ja. Und das eben auch unentgeltlich, nicht nur, dass ich dafür bezahlt werde, es zu tun. Ja. Wünschenswert ist es natürlich, wenn man neugierig ist auf andere Kulturen, auch eine gewisse Offenheit mitbringt und Toleranz auch gegenüber anderen Religionen und einer anderen Mentalität. Denn vieles, was für uns, glaube ich, selbstverständlich ist und auch unsere tradierten Werte, die wir hier in Österreich haben, können dann durch so eine Patenschaft erstmaliger wirklich von einer anderen Perspektive betrachtet werden und reflektiert werden. Und wenn der Kasperl da ist, dann kann die Geschichte ja beginnen. Thank you.
Together We Matter. Also so nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Und dabei geht es um Breakdance. Aber nicht nur Breakdance nur für Kinder oder nur für Jugendliche, sondern dass man Mamas, Papas und ihre Kinder oder irgendwelche anderen Begleitpersonen zusammenspannen und dass man ihnen ermöglicht, dass die einen gemeinsamen Kurs machen. Und das finde ich heuer im Rahmen der Kinderkulturwoche. Wir sind jetzt im Kinder da bei uns im Alter von 6 bis 10 Jahren und wir haben da unten in unserem FabLab, in unserem Fabrikationslabor, haben wir einen speziellen Workshop angeboten, in dem Kinder ihre eigenen Fabelwesen kreieren können, ihre eigenen Fantasiefiguren erstellen können. Verschiedene Methoden, wie wir das machen da unten. Einerseits mit einem Scherenschnitt, also kennt das, man hat ein Blatt Papier in der Mitte zusammen, zeichnet eine Figur auf der Seite herauf. Die schneidet man dann aus und klappt auseinander und somit hat man eine Figur. Nach demselben Prinzip haben wir da ein Programm in unserem FabLab, in unserem Fabrikationslabor, wo es ja um Herstellung geht, also um das Erzeugen von Produkten oder von Sachen. Und da haben wir halt die Geräte und Computerprogramme, mit denen das möglich ist. Hier dort einsetzen in unserem Workshop ist der Lasercutter. Und mit dem Programm, was ich angesprochen habe, kann man eben, so wie beim Scherenschnitt, eine Seite einer Figur zeichnen. Ob das jetzt eine Figur ist, ob das ein Kopf ist oder ob das ganz was Abstraktes ist, das ist ganz egal. Das Programm rechnet es um und der Lasercutter schneidet es aus. Und diese zwei Teile schneidet er aus. Also das, was man gezeichnet hat, wird dupliziert, wird kopiert und dann kann man das Objekt zusammenstecken. Und somit kann man seine Papiermodelle kreieren. Und die können die Kinder dann auf so einer Bühne, auf so einer kleinen Kartonbühne, können sie sich zusammenbauen mit Farben, bemalen, Geschichten überlegen dazu, was diese Farbenwesen können, was sie fressen, was sie lieben, was sie hassen, wie es ihnen geht, wie ihr tägliches Geschehen ist. Und das können wir uns nachher dann auch erzählen. So, das ist das Ende. Ich freue mich voll, dass jetzt dieses Jahr wieder die Kinderkulturwoche ist. Unsere Kinderkulturwoche werde ich mich begrüßen. Hier im Podium ist die halbe Stadt der Bibliothek. Die Mitte Bürgermeister auch über. Wir haben das so strukturiert, dass wir manche Schwester als Projekt Leiterinnen das Programm in der Teil vorstellen. Wenn es groß geschrieben wird, ist keine neue Erkenntnis, dass die Kinderkultur aber auch groß geschrieben wird. Und wenn wir uns mit der Stadtregierung, wie du siehst, zu viert sehr bemühen, unsere Beiträge zu liefern, dann ist der Stadtabstimmung angeboten. So. Ein paar, unsere große Wahl war die Auswahl von ein paar Personen mit besonderer Weise, wieder zum Beispiel jene Veranstaltungen herauszunehmen. Ich sage, die Broschüre umfasst ja vielleicht mehrere. Der Orchester nimmt mit dir bei. Vorstellen möchte ich beispielsweise den Tag der offenen Tür, den die Musikschule gestaltet, in der Mitte der Kinderkulturwoche. Und mit durchgehend Programm im Festsaal und einfach auch offene Zwischenrechte. Wichtig ist, dass man die Frauen gerecht behandelt. Besucher, habe ich schon gesagt, erwarten wir ungefähr, also
Flüchtlinge vor diesem Jahr, da hatten wir etwas über 16.000. Ich schaue mir vorhin das Kasperl-Theater an. Seit wie vielen Jahren spielst du schon wieder? 4. Okay, und wie geht es dir so? Ja, ist ganz cool. Wie lange spielst du schon Klavier? Das dritte Jahr jetzt. Und warum hast du dich genau für Klavier entschieden? Weil ich finde das Instrument voll schön und da kann man voll viel machen. Und gefällt dir, oder? Ja. Und jetzt Clash. Ja. Warte, das machen wir miteinander, wenn ich Schluss. Ja, dieses Jahr geht es bei uns in der Kinderkulturwoche sehr, sehr stark um das Thema reines Wasser. Heute ins Buddelmuddel, weil wir uns den Bullibu, den Teddybär, anschauen. Heute ist so ein draußenes Regenwetter, da passt im Buddelmuddel ganz, ganz super und wir freuen uns schon drauf. Wir wissen aber noch nicht, was uns heute erwartet. Die Johanna und die Florentina sind schon gespannt. Lalalalalala, gleich ist der Kasperl da. Immer wenn der Kasperl kommt, dann gibt es sehr viel Spaß. Hier ist ja, ja, schon. Der Seppi kommt, der Seppi kommt. Rolle, 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 der Seppi kommt. Der Rede, 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 Rat ist der feste Seppi da. Wie geht denn heuer zum Eis und Super Daddy? Daddy, der braune Daddy, besser gefallen. Wie viele haben mitgespielt? Heute waren hinter der Bühne 3 Darsteller. Okay, und welche Rolle haben Sie gespielt? Ich habe gar nicht gespielt, ich habe mitgesprochen und jetzt die Technik gemacht. Die war mal nicht gut.
Inspektor Rektus. Inspektor Rektus. Der Architekturspur. Schau dir mal die Decke in diesem Raum an. Woraus bestehen die Wände? Da muss man links genau nachzeichnen. Der Architekturspur. Folge den Rollen mit dem Stift. Inspektor Rektus. Wo ist die Nummer 175? 165, 166, 167, 168. Da ist die Nummer 175. Jetzt hole ich mir einen Hundepickel. So, meine Lieben, und das waren jetzt die Hundepickel. Die ich geben gern. Danke. Das nennt man einen Tromboeffekt. Da laufen alle perspektivischen Linien in einem Punkt zusammen. Und das zeige ich jetzt. Und das ist ein gutes Beispiel für den Tromboeffekt, weil da laufen alle Linien auf einem Punkt zusammen. Und das schafft man. Und mit dem sieht man alles viel genauer. Shit! Obergeschoss.
zweites Obergeschoss. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, wir sind nun am Ende unserer Sendung. Nähere Informationen über die Medienwerkstatt finden Sie auf unserer Homepage www.medienwerkstatt-linz.at. Wir danken Ihnen fürs Zusehen. Auf Wiedersehen bei Einblick.